Volare. Oh, ciappetù, ciappetù. Volare. Ta-ta-ra-ta. Italiano in tutto il mondo. Morgen, Salvador. Was heißt hier guten Morgen? Das ist schon besoffen. Ich mache eine kleine Umfrage. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Na jetzt. Ja, Spaß muss sein, okay? Also hier ist ein Russe, der kommt aus Stalingrad, frisch importiert. Und einer aus, will ich nicht sagen. Ruski. Ja, das ist ein netter. Karin. Den Namen schneide ich mir dann weg. Deiner Meinung nach, wer gewinnt heute Abend, Rumänien oder Frankreich? Frankreich. Frankreich. Und warum? Warum? Frankreich. Frankreich. Wegen le Baguette, wegen le Tour Eiffel, wegen dem Präsident, der sieht doch so gut aus, der kleine Napoleon. Frankreich ist gut. Frankreich ist gut. Also, warte mal. Italiani tutto il mondo. Rumänien soll verlieren. Weil dahinter sind alles nur Rumäner und die sollen alle krepieren dahinter. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer ist deiner Meinung nach Favorit dieses Jahr? Fußball-Europameister? Favorit? Tunesien, Marokko, Libyen? Spielt Russland? Spielt Russland? Weiß ich nicht. Nein, Russland ist ausgeschieden, weil sie sich bei der Qualifikation sich alle Ja, ich zu habe viel. gesagt Russland, weil ich weiß, dass Russland kommt nicht immer dran. Ja, die Russen haben sich zu viel eingekokst, Schnitt. Das Problem ist, die Russen haben zu viel gekokst, deswegen sind sie durch die Blutprobe ausgefallen, oder nicht? War das so? Sag auf Russisch, Italia sei forte. Was? Dalaschnikowsk. Sag auf Russisch, Italiener werden auf Fußball-Europameister. Italien wird Europameister. Ja, war das Russisch? Nein. Italienze будут Europameister. Aha. Italienze будут Aha. Apropos, die Italiener haben eine neue U-Boot-Klasse entwickelt. Kursk 5. Geht schnell unter und nie wieder rauf. Sind 50 Modelle bestellt worden von Putin. Putin! Russland, Russland, Russland ist ein schönes Land. Russland ist ein großes Land. Ha. Ich will jetzt zwei Frauen fragen, aber die sind von der älteren Generation, die frage ich lieber nicht. Frage ich eine Frau? Oh, das ist ein Deutscher, den frage ich lieber gar nichts. Aber ich versuche es halt mal, ne? Ich übersetze kurz. Wer wird der Fußball-Europameister? Wir. Mein Gott. Glaubst du an Weihnachtsmann? Nein. Direkte Frage, direkte Antwort. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Aber ernst bleibe. Warum habt ihr gestern so viel Glück gehabt beim Spiel gegen Polen? Das stimmt, der Podolski, aber wo kommt denn Podolski? Ist doch ein Pole, oder nicht? Ey, machst du nicht YouTube, eh? Aufpassen, warum? Ich war im Internet, hat er gar nicht gesagt, dass wir bei YouTube drin sind. Ja, ich veröffentliche ja alles. Ja, warum? Es wird alles. Hast du die Adresse? Gabersee. Jetzt mal Spaß beiseite. Heute Abend Rumänien gegen Frankreich. Deine Meinung? 2-1 Rumänien. Schnitt, das schneidet mal weg. Schnitt, 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 Schnitt. Schnitt. Holland, das brauche ich ja nicht zu fragen, weil wir gewinnen. 5-0, Für uns? Ja, vom Wege. Nein. Es gibt Leute, die haben. Ich weiß nicht mehr, wenn ich was fragen soll. Es gibt keine Leute, wo kompetent sind, verstehst du? Salvador, eine Bier. Ja, eine Bier, ja. Mit dir? Ja. Der Russe spendet mir eine Bier und vielleicht trinke ich mir dann. Ich spendiere nicht, weil ich habe nur für eine Bier. Ah ja, gut. Das ist kein Problem. Der Russe spendiert mir ein Bier und vielleicht trinken wir noch eine Flasche Wodka und vielleicht schlage ich uns dann die Köpfe voll. Putin, schöne Grüße von mir. Ich schicke dir 5 Raketen. Jetzt mal Spaß beiseite. Wir auch.
Schnitt, Pause, wir machen kurze Pause.